Hallo und herzlich willkommen zum siebten Tag der 12 Days of Anime auf Anime Slam. Heute will ich mit New Game den Zockern unter euch eine Freude bereiten. New Game ist ein Anime aus 2016, die zweite Staffel aus 2017 von dem Feelgood-Studio Doga Kobo, von denen ich eigentlich einfach nur jeden Anime vorzustellen bräuchte und mein Job wäre getan. So einfach will ich es mir dann aber doch nicht machen. Regie geführt bei beiden Staffeln hat Yoshiyuki Fujiwara, der auch schon bei Plastic Memories und Engaged to the Unidentified bei Doga Kobo Regie geführt hat. Gut, einer davon ist jetzt kein Feelgood-Titel. Aber das ist eine Ausnahme. Auf jeden Fall geht es bei New Game darum, dass die frisch erwachsen gewordene Aoba einen Job bei ihrer Lieblingsvideospielschmiede namens Eagle Jump bekommen hat. Besonders inspirierten sie immer die Charakterdesigns der Fairy Story Spiele und nun lernt sie die Meisterin hinter diesen Designs kennen, Ko Yagami, und wird von ihr belehrt. Dabei macht sie Bekanntschaft mit den unterschiedlichsten Leuten in der Designabteilung von Eagle Jump. Neben Ko zum Beispiel noch Rin, die Art Director ist und ziemlich hart in Ko verknallt ist. Es ist Kanon, Leute. Ihr habt ihr guten Lesben-Content, bedankt euch später. Oder aber auch die super-duper schüchterne Hifumi, die insgesamt eine starke Entwicklung innerhalb dieser zwei Staffeln macht. Oder die Waffenexpertin Umiko, die sich für ihren Nachnamen, und zwar Ahagon, schämt, da dieser einem gewissen Gesichtsausdruck aus Hentai sehr ähnelt. Ich werde das Wort jetzt mal absichtlich nicht sagen. Aber es gibt noch einige Figuren mehr. Insgesamt kommt man gut auf mehr als ein Dutzend relevanter Figuren am Ende, die alle einen gut ausgearbeiteten Charakter haben und einige auch sehr gut gemachte Arcs haben. Dabei hält sich Staffel 1 mit Dramatik sehr zurück und ist ein reiner Feelgood-Titel, während Staffel 2 gerade gegen Ende etwas dramatischer wird. An der Stelle gibt es mal wieder eine Triggerwarnung, und zwar spielt der Abschied einer geliebten Figur eine starke Rolle am Ende von Staffel 2, wobei es nicht so weit wie ein Tod geht, um das schon mal zu beruhigen. Einen wirklich großen zusammenhängenden Plot gibt es hier nicht, sondern es sind immer nur einzelne Abschnitte in der Serie, die jeweils irgendwie stärker miteinander verknüpft sind. Natürlich bemerkten dabei die Charakterentwicklung von Episode 1 bis 24 aber dann doch, vor allem bei, wie vorhin erwähnt, Hifumi, jedoch auch unsere Protagonistin Aoba, die an Episode 1 noch blutige Anfängerin in ihrem Beruf ist und aufgrund ihrer steigenden Fähigkeiten mehr Selbstvertrauen mit der Zeit gewinnt. Das kann durchaus in den Sportschonen-Effekt resultieren, wo man mit einer liebgewonnenen Figur mitfiebert und gerne beobachtet, wie sie stärker und oder begabter wird. Bei mir hat das zumindest geklappt. Gleichfalls muss ich zugegebenerweise aber auch sagen, dass der Anime mich aufgrund der süßen Mädchen, die süße Dinge machen, unterhält. Was schon fast lustig ist, wie sehr ich dieses in Anführungszeichen Genre heutzutage mag, wo ich es früher nur langweilig fand. Aber gerade New Game hat es irgendwie geschafft, dass ich mich sehr zu vielen Figuren verbunden fühlte, ja fast schon freundschaftlich, und ich habe jederzeit mit den Figuren mitgelacht. Es gibt manche Dinge, die fallen auch mir schwer zu beschreiben, und wie genau es New Game letzten Endes geschafft hat, mit mir zu klicken, kann ich schlichtweg nicht genau in Worte fassen. Es dürfte eine Mixtur aus meiner Zuneigung zu lesbischen Figuren sein, wie Mädchen im Generellen, aber auch gerade eine gewisse Identifikation mit Figuren wie Hifumi und Aoba, die sich in gewisser Weise ähneln, da beide ein Abenteuer durchmachen, bei dem sie stärker werden, doch bei beiden passiert es mit unterschiedlicher Grundlage und auf eine unterschiedliche Art und Weise. Ich meine, Hifumi ist schüchtern und introvertiert, während Aoba eher extrovertiert auf mich wirkt, aber gleichzeitig auch einfach sehr unsicher am Anfang der Serie. Doch lassen wir den Elefanten mal nicht im Raum stehen. Auch die Affinität meinerseits und der Serie selbst zu Videospielen und auch dem Prozess, diese zu entwickeln und zu durchdenken, ist eine Gemeinsamkeit, die unsere Beziehung gut tut. Man merkt New Game an, dass hier tatsächlich mal Entwickler der Serie beigestanden haben. Es gibt hier keine Momente, wo ein wenig Cringe aufkommt, weil Leute irgendeinen Bullshit labern oder machen, sondern New Game mag zwar keinen realistischen Arbeitsalltag in der Spielebranche zeigen, dafür sind einzelne Schritte, die die Figuren machen, tatsächlich realistisch umgesetzt. In den Credits der Serie wird stets die Spiele-Engine Unity erwähnt, die in der Videospielszene zwar etwas verhasst ist, weil sie von vielen Anfängern genutzt wird, um irgendeinen Rotz bei Steam hochzuladen, aber gleichzeitig nutzen auch sehr Begabte in die Talente diese Engine, nur machen es diese nicht bemerkbar, dass es auf Unity läuft. Kleine Beispiele gefällig: Der Städteaufbausimulator City Skylines läuft auf Unity. Der Metroidvania-Erfolgshit Hollow Knight auch, und genauso ist das beim geistigen Theme Hospital-Nachfolger Two Point Hospital der Fall. Mit Unity wurden teilweise Sequenzen im Anime umgesetzt, bei denen sie das fiktive Spiel, an dem die Figuren arbeiten, testen. Und dass alleine dieser Aufwand betrieben wurde, finde ich erstaunlich und zeigt eine enorme Hingabe zu Videospielen. Was ich übrigens mit dem Alltag in der Branche eben meinte, sollten die meisten verstehen, die News im Videospielsektor verfolgen. Denn so happy wie der Alltag in New Game für die Figuren ist, so sieht's im realen Leben leider ganz anders aus. Überstunden und sogar das Übernachten bei der Firma, statt nach Hause zu gehen und vielleicht dem Partner oder sogar Kindern Hallo zu sagen, ist keine Seltenheit. Mit dem Zusammenbruch der Spieleschmiede Telltale Games kamen mittlerweile einige traurige Wahrheiten ans Licht, wie schlimm es wohl hinter geschlossenen Türen gewesen sein soll, und über die moderne Sklaverei bei Rockstar Games will ich erst gar nicht reden. Kritik an dieser Szene nimmt New Game eigentlich nicht vor. Zwar übernachtet Ko in der Regel bei Eagle Jump, doch hier wird es so dargestellt, als mache sie das freiwillig und aufgrund ihrer Leidenschaft für Videospiele. Leider ist das eine Ausrede, die viele Entwicklerstudios nutzen, um ihren Arbeitnehmern Überstunden aufzuhetzen.
Es tut mir leid, dass dieser Abschnitt des Videos eventuell etwas zu ernst wurde, so ist das jedoch ein Thema, was ich hier auch nicht ignorieren wollte. Gerade New Game hätte die Chance gehabt, etwas Kritik vorzunehmen, aber Anime scheinen sich das nicht unbedingt zu trauen. Auch Shirobako, ein Anime übers Anime machen, romantisiert die Vorstellung, wie es ist, für ein Anime-Studio zu arbeiten, extremst. Naja, mal weg davon. Da wäre noch ein Streitpunkt, den es hier anzubringen gilt, und zwar ist dies die Präsentation des Anime und vor allem die Moe-artigen Charakterdesigns. Es ist bekanntermaßen schwierig, in manchen Anime das Alter von Figuren zu beurteilen, und so ist das auch bei New Game der Fall. Alle Figuren sehen weitaus jünger aus, als sie sind, vielleicht 14 oder allerhöchstens 16, aber keine über 21, wie es die meisten Figuren sind oder viel eher sein sollen. Persönlich habe ich damit kein Problem, aber ich kenne genügend Leute, die sich daran stören könnten, und von daher wollte ich es nicht unerwähnt lassen. Das wäre es dann aber auch schon mit Tag 7 der 12 Days of Anime auf Anime Slam gewesen. Vergesst unsere Spenden- und Gewinnspielaktion nicht, vor allem da die Spenden für einen guten Zweck die deutsche Depressionshilfe sind, worunter gerade Entwickler leiden können bei den Zuständen in dieser Branche, auch wenn ich nicht wirklich weiß, wie es zumindest in Deutschland aussieht. Ich bin Miki und ich hoffe, ihr seid auch morgen wieder dabei.